Yo Leute, wir sind wieder zurück mit Jedi Knight Jedi Academy, genau da, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Zumindest hoffe ich's, aber ich denke schon. Ich liebe es. Genau. Wir sind dabei, hier uns durch die Gruben von, ich glaube, Tapir 3 oder so heißt der Planet. Ich hab's vergessen. Zu slashen. Hoffentlich auch erfolgreich, denn wir wollen dem guten Hinweis auf den guten Rush nachgehen. Und genau, mal schauen, wie das so läuft. Während im Real Life die Welt am Untergehen ist, versuchen wir die Welt zu retten, ausnahmsweise mal. Lol, wie bist du gestorben? Wie bist du bitte gestorben? Niemand weiß es. Naja, boah, ich dachte schon, jetzt sterbe ich, weil ich hier raufgehe. Aber warte mal, von hier kommen wir. Wow, okay. Nicht meine smarteste Aktion. Werde ich nicht lügen. Aber naja, so, muss man die Maus ein bisschen zurechtziehen. Ich habe schon einen Astromech gehört. Guten Tag, meine Damen, meine Herren. Wie geht es Ihnen heute? Sie werden jetzt sterben. Wobei, meine Damen, ich glaube im Imperium, zumindest jetzt hier gerade aktuell, gibt es keine Damen. Oder, wobei, es gibt Damen, aber zumindest keine weiblichen Sturmtruppen. So, was ist mit dir los? Ja, das kann ich auch. Protect, absorb. Ich finde es auch krass, dass der Typ mich auf eine gewisse Distanz ranlässt, aber solange ich nicht rangehe, mich auch nicht angreift. Also es ist ähnlich zu dem Ding, dass in den Filmen irgendwie fast immer die Jedis diejenigen sind, die die Waffe zuerst ziehen tatsächlich und weniger die Sith. Wobei das eher daran liegt, dass die Sith sich halt so daran gewöhnt haben, im Untergrund zu leben und dementsprechend ziehen die halt ihr Lichtschwert nicht so offen, weil das die halt direkt verraten würde. So, tschüss. Ich wurde getroffen, Ehre. Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt haben wir nicht so viel HP, aber naja, das sollte trotzdem noch reichen. Für den Motherfucker da oben. Zumindest verhält er sich ein bisschen weird. Ich weiß jetzt nicht, wie viel HP der auch hat, aber wir haben unser Force Energy wieder, also wird er es eh nicht mehr lange machen. Vor allem mit der Taktik macht er halt nicht viel. Hier, komm. Komm her. Wo bist du? So. Den Typ haben wir hier gegrillt. Gehen wir wieder mal auf Spiel. Er hat sich direkt selbst erschossen. Er schießt halt in Zeitlupe. Ja. Gut. Das ist die Anlage, wie es scheint. Ein Überblick. Dass ich das nicht mit geschlossenen, also hier unausgefahrenen Lichtschwertern hinkriege, triggert mich echt ein bisschen. Aber ich krieg's ja auch manchmal mit den ausgefahrenen Lichtschwertern nicht hin, also was soll's. Gut. Da unten waren wir schon. Kannst du auch nicht lassen, ne? Zu probieren. Geht irgendwie nicht. Ich glaube, es geht einfach nicht. Oder ich bin halt wirklich zu dumm dafür. Ja. Mach du mal deinen Firlefanz da. Wir töten dich währenddessen. Na? Hat irgendwie kein richtiges Interesse auf uns zu schießen. Du bist hier. Aber hier sind auch noch Kollegen. Guten Tag. Ich feiere es auch, wie der Typ sich halt erst so umgedreht hat, aber noch seine Hände hinterm Rücken hatte, so. Ja, wenn die Attacke einsetzen, also das ist essentially dieselbe wie die hier, dann muss man einfach nur ein bisschen abwarten und dann zum Ende der Attacke kann man reingehen. Ich bin hier. Okay. So. Na, dann bringen wir das mal hinter uns hier, ne? Du hast nur ein Lichtschwert. Was ist mit dir los? Oh Gott. Shit. Den habe ich potenziell ein bisschen unterschätzt. Das bedeutet jetzt, wir müssen echt weit von vorne anfangen. Alter, ja, das ist hart. Das ist gemein.
Okay, dann machen wir das jetzt zu einem Speedrun, Leute. Let's go. Buchstäblich Speedrun. Sie haben mich nie kommen sehen. Oh Gott. Niemals auf Handy gucken, während man im Speed-Modus ist. Also weder im Speed-Modus noch auf Speed. Okay. So, schnell hier hoch. Schnell nochmal healen. Ich hoffe, das kostet uns jetzt nicht zu viel Zeit. Bisschen annoying. Ich hätte halt echt den Safe machen sollen. Ich glaube, wenn ein Sith schon mit einem Lichtschwert ankommt, also schon so mutig ist, nicht irgendwie mit einem Doppellichtschwert oder einem mit zwei Lichtschwertern gegen einen zu kämpfen, sollte das schon eine Warnung sein, vermutlich. Dass der Typ doch irgendwas drauf hat. Zumindest mehr als die ganzen anderen Idioten hier. So, komm, sind wir mal ein bisschen vorsichtig bei ihm hier. Weil der eigentlich auch nicht viel gemacht hat gegen uns. Let's go. Jetzt seid ihr dran. Vor allem er hier. Er wird jetzt wieder total auf die Nerven gehen. Die Schlaganimation verändert sich auch, wenn wir den Typen hier anvisieren. Ja, den Wurf habe ich ein bisschen gemisst. Ich habe das Gefühl, der Typ hier zockt uns am meisten Zeit hier von den ganzen Idioten. Die rennen einfach nur ins Gemetzel rein. Komm, nerv mich doch jetzt nicht. Überlebt halt irgendwie gerade echt viel. Einhand Force Lightning ist halt echt nicht so effektiv, sagt er und tötete ihn damit. Ehre. Gut. Schnell Heal anmachen. So. Hier wird auch noch. Hui. Guten Tag. Ey, nee. Inlax wollen wir gar nicht machen hier. So. War hier denn irgendwas draußen? Nö. Ach doch. Ah, lol. Ehre. Stark. War schon was gefunden, was wir eben nicht gefunden hatten. Ui. Oh. Ehre. Heal. Oh, guten Tag. Er hat auch einen wieder angeguckt wie ein Auto. Hände hinterm Rücken. Er hat auch erst im letzten Moment geschossen. Bin ich stark von ihm. Okay. Ich denke, der Fahrstuhl hier wird jetzt eine ganz gute Möglichkeit sein zu saven. Wobei wir den Raum hier eigentlich auch noch relativ gut überlebt hatten. Aber egal, wir saven jetzt mal eben schnell. So. Ich finde es auch krass, dass die uns hier alleine reinschicken. Also ich meine, Kyle ist irgendwo hier. Aber ist jetzt auch nicht um die Ecke so. Der schießt halt echt irgendwie in Zeitlupe, der Typ. Das ist total weird. Okay, hier ist der gefährliche Dude. Hier sind noch die anderen, die wir eben ausschalten werden. Hier ist er hier. Kommt sogar von oben. Was mit ihm? Das stimmt mit dir nicht. So. Er schießt daneben. Hat noch seine Hände hinterm Rücken, während er schießt. Finde ich gut. So. Zeigen Sie sich. Ich zeige mich. Was da ist. 1-1. Okay, den kannst du nicht so leicht pushen. Gut, was er tut. Oh Gott. Alter, der hat ganz schön Force-Energie, der Typ. Wie lange er gerade die Machtblitze aufrechterhalten konnte. Ah, ich hätte ihn fast runterschossen. Holy shit. Der wreckt ja mein Face, Digga. Was ist das? Wer ist er? Hat der irgendeinen Namen? Wahrscheinlich nicht, sonst würden wir ihn jetzt nicht töten, aber trotzdem. Okay, machen wir die ekligen Taktiken. Oh, lol! Fair play! Ich wusste nicht, dass man die zurückschießen kann. Also, zurück force pushen kann. Okay. Okay, gut. Okay, das geht mit den Dingen auch. Da zieht er dann schnell sein Lichtschwert. Wow. Und dann töte ich ihn doch so. Krass. Ja, also Respekt. Der Dude ist schon Motherfucker gewesen. Nichtsdestotrotz ist er jetzt in der Lava von
Tapir 3. Hier ist doch bestimmt irgendwie wieder ein Backstab am Start. Okay, und eine Cutscene. Nehmen wir auch. Ich habe jetzt ehrlich gesagt instant mit der Cutscene gerechnet, aber ist natürlich noch ein Loading Screen am Start. Du! Der kleine Jedi ist also hier und will seinen Freund retten. Wie niedlich. Wo ist Rush? Wieso glaubst du, dass er gerettet werden will? Tavion hat ihn zur dunklen Seite geführt. Einfach so. Wo ist er? Oh, wird da jemand ein kleines bisschen wütend? Vergisst du dein Jedi-Training? Alora, warum dienst du Tavion? Es ist nicht zu spät, die Seite zu wechseln und sie zu bekämpfen. Ich bringe Rosh hier raus. Mach dir das Leben leicht und sag mir, wo er ist. Oh, er ist hier, irgendwo. Ich sollte mal nach ihm sehen. Okay. Interesting. Die Blöcke hier verschwinden nicht. Interessant. Aber rüber springen können wir. Heal erstmal hier. Dann diesen äußerst praktischen Fahrstuhl hier nehmen. Oh, guten Tag, die Herren. Oh, Das ist ganz schön frech, mich erstmal zu frostchoken, Digga. Ja, ich hole dich auch. Lol, mein Force Absorb ist schon weg. Interessant. Ja, so. Den brauchen wir nicht. Ja, den können wir überraschen. Okay, der hat dann uns überrascht. Den haben wir die Kniekehle weggestabbt. Haben wir irgendwelche Munition, die wir brauchen? Können wir hier so Munition auffüllen? Nicht. Ansonsten haben wir keine. Okay. Hier ist zu. Dann wohl hier lang. Oh, der Shit. Ich erinnere mich dunkel. Ist auch echt verlockend, da mal auf Delete zu klicken, ey. Du bist aber auch hartnäckig, Jedi. Okay. Du kannst mich mal, Digga. Deiner komischen Force Rage Kacke. Geht mir einfach nur auf die Nerven. Hast du Angst vor mir? Nicht unbedingt. Aber Master Davis, 1 und 1. Gut, jetzt hau ich hier schon meinen Mic. Dingsens, die kann man irgendwie ganz gut bekämpfen, indem man immer so lateral, also nach links und nach rechts rennt. Dann kann man die ganz gut zum Blocken bewegen, dann sind die so ein bisschen gestunt und dann macht man die weg, die alten Säcke. So, zack, erstmal hier und hier. Okay, hier ist offen, aber von hier, kommt die von hier? Ne, kommt schon. Stark. Okay, ich habe jetzt eigentlich mit nach oben gerechnet. Aber gut. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen schlecht von mir, dass ich immer save so, aber ganz ehrlich, wir haben... Lol. Okay, die Lichtschwerter scheinen nicht im Wasser zu funktionieren. Interessant. Wobei, Kid Fistos Lichtschwert hat ja auch nicht im Wasser funktioniert. Hier, so. Was ist denn jetzt passiert? Wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal ein bisschen fun hier. Kriegt ihr euch beide. Oh Gott. Okay. Scheinbar kann man die ganz gut triggern, indem man Machtblitze schmeißt. Dann scheinen die selber meistens mit Machtblitzen zu antworten, was ich eine coole Mechanik finde. Oh Gott. Wir sind jetzt auf null Machtenergie. Und wir müssen das gewinnen, sonst sterben wir. Okay. Okay. Dann nicht. Oder vielleicht doch Frostschock und... Okay. Frostschock und... Ah. Ey, nein. Frostschock und... Ey! Auch so frech zu mir zu sein.
So. Der alte Lichtschwert schwingen und auf ihn zurennen, Trickdinger, funktioniert immer, Digga. Jetzt gibt's auch einen Sack. Jetzt gibt's Horn aus dem Maul, du Sack. Okay, er lebt noch, for whatever fucking reason. Dann absorben wir mal, protecten wir mal. He absorb, he protect. So. Und veranstalten Schaschlik. Von da kommen wir. Nur, dass ihr es wisst. Also war nicht für mich oder so, ist nur für euch. So. Links, rechts. Immer links, im Zweifel. Guten Tag. Wolle Foto. Wolle Foto kaufe. Kein Foto kaufe. Ach ne, es war ja Rose kaufe. Wolle Rose kaufe. Wolle Rose kaufe. Krass, wir haben den Jump echt gemaked hier. Crazy. Ich vermute, wir sollen hier hoch. Wobei. Ach doch. Krass. Sind alle Jedi so schwach wie Rosh oder nur Katans persönliche Freunde? Wie sie obviously einfach nur tauntet und einen versucht zur Dark Side zu turnen. Das wird sie auch mit uns nicht schaffen, denn wir sind ein Jedi. Das muss man zielen, weil ohne HP geht ja gar nicht. Okay, wir sollen da hochjumpen. Das Ding ist... Es ist ein Jedi. Ja. Soll ich dir meine Lichtschwerter zeigen? Ich warte nur auf meine Machtenergie, ne? Mach dir keinen Kopf. So, Machtenergie ist da. Safe ist auch da. Let's go rein in den Lachs. Ja, ich hab's mir schon gedacht, dass ihr zu zweit seid, ihr Säcke. Wieder mal. Ja, dein Meister steht nicht unbedingt hinter dir. Sonst würde ich ihn sehen. Du hast einen Arm weniger und jetzt auch einen Kopf weniger. Arschloch. Hier geht's rein. Hier geht's nicht rein. Hier geht's auch nicht rein. Okay, hätte ich mir denken können, dass dann nur noch da reingeht. Findest du mich denn? Sehe ich anders. Oh Gott. Er ist ein bisschen mad, der Boy. Hat ihm am Ende auch nicht geholfen. Das ist komisch. Irgendwie habe ich gelesen in dieser Ability mit der Darkside Rage, dass man unsterblich ist, wenn man die benutzt, aber ein paar HP verliert. Ist da jemand? Das Ding ist bloß... Alter, lol, hier hat irgendjemand einen Raketenwerfer oder so ein Shit. Das Ding ist bloß, ich habe den gerade obviously getötet, während er seine Dark Rage benutzt hat. Scheint dann wohl zu bedeuten, dass man... die auf einem bestimmten Level haben muss, damit es auch so workt, wie es anscheinend in der Description steht. So, können wir hier rein? Nicht. Also das Movement mit zwei Lichtschwertern ist schon sehr cool. Hä? Von da komme ich doch gerade. Ist doch ein Witz. Oder? Komme ich schon hier? Ja, die Jedi sind hier. Und die Jedi... sterben, wenn ich nicht schnell save. Ja, die Jedi sind deine Mutter, Digga. Ob deine Mutter stark ist, musst du selber einschätzen, Digga. So. Schnell weiter, solange unsere Buffs noch am Runnen sind. Guten Tag. Ah, oh, du bist schon wieder so einer. Genau. So sieht das nämlich aus, du Sack. Wir rushen hier nämlich jetzt durch. Wir rushen jetzt hier durch. okay, wir haben keine Force Energy. Irgendwas haben wir gerade hier deaktiviert. Wahrscheinlich ein Schild oder sowas. Oder auch nicht. Haben wir den Schild denn deaktiviert? Müssen wir vielleicht nochmal drücken? Aha. Jetzt haben wir den Schild deaktiviert. Ah, lol. Ist ein Timing-Ding. I see. Dann warten wir, bis unsere Energie voll ist. Save nochmal, weil wir Leucher sind. Leucher. Lauchs. Machen den und den. Oh, Digga. Was ist das jetzt für eine Animation? Digga. Wollt ihr mich screwen? Na, das war jetzt schlecht. Das Forward-Jumpen, wenn man Speedbuff hat, ist ja mega on. So. Mit der Energie der Macht. Ach,
Ich jump da runter und schlag deinen Kopf ab, du rotes Weib. Ich vermute, wir sollen da nicht reinrennen. Wirkt nicht so gesund für unser Health. Wahrscheinlich krebserregend. So wie heutzutage alles. Ja, definitiv krebserregend. Das Ding ist jetzt bloß, jetzt sind wir hier und jetzt? Sollen wir runterjumpen, oder was? Wir saven und finden es raus, würde ich sagen. Okay. Das ist ein bisschen weit. Können wir da nicht einfach rüberhüpfen hier? Über die Geschichte? Nicht wirklich. Okay, wir springen mal auf den Vorsprung hier. Das sollte ja gehen. So. Bis dahin schaffen wir es easy. Oh Gott. Ja. Oh, erstmal Schnick. Okay, jetzt sind wir hier ganz unten. Bringt uns das irgendwas? Sind wir da, wo wir hin sollen? Wirkt irgendwie nicht so. Ey, das ist frech. Ich will es haben. Okay, also man soll auf jeden Fall hier sein können, aber bringen tut einem das irgendwie nie so wirklich was. Sollen wir auf einen bestimmten Vorsprung? Also auf den hier nicht. Schauen wir mal jetzt den anderen da. Noch ein... Ah, da unten ist noch einer. Aha. Ihr wisst es, ihr kennt es, ihr liebt es. Ein kleiner Quick Save. Okay. Sind wir jetzt woanders? Also, obviously sind wir woanders. Die Frage ist bloß, sind wir da, wo wir hingehören? Alter, die Dinger sind ja jetzt mega schnell. Holy fuck. Okay, das ist ungut. Wir brauchen ein bisschen Zeit, bevor wir Healing kriegen. Nein! Nein! Oh Gott. Oh no. Ah, Ehre. System gedribbelt. Ich sehe auch gerade, wir haben 23 Minuten. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann hier an dem Punkt weiter. Ich hoffe, da seid ihr auch mit dabei. Lasst gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Ein Abo, falls ihr neu seid. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.